Wir sitzen hier mit dem Yusuf. Er hat wieder mal die Top 8 erreicht auf einer Hansa-Challenge, diesmal in Stralsund und nicht in Lübeck. Er hat ein krasses ABC-Deck gespielt mit ein paar Feinheiten. Ja, dann zeig uns mal dein Deck, Yusuf. Erstmal hi. Ich habe das ABC-Deck in der Family Force-Variante ausgepackt. 3x A, D, C, uninteressant. Ich habe mich für 3 Gadgets hier entschieden. Das ist einfach, wenn man die hat und Terraforming und man fängt. Das ist schon die halbe Miete. Und dann, ja, kommt der Schmankerl. 13 Goldfisch. Wegen dem Extra, der kommt gleich. Das habe ich bei Dominik gesehen, also von dem anderen ABC-Spieler aus der Stadt. Da habe ich die Idee her und es ist einfach saugeil. Es ist effektiver als Thrasher, weil selbst wenn du sie nachziehst, sie immer noch gut ist. Und wenn deine Gadgets ausgehen, kannst du immer noch mit der ABC-Teil, kriegst du immer noch Buster raus durch Gier-Gier-Riese, Getriebe-Riese. Aber ich finde, die Karte hebt das Deck nochmal auf eine andere Stufe, auf ein anderes Level. Und ich habe Cherries abbekommen, Runde 5. Und dank der Karte habe ich das Spiel trotzdem gewonnen. Und dann habe ich mich entschieden, 2 Kaijus zu mailen. Der Grund, ganz einfach, Max T Main im ABC finde ich Schwachsinn, so wie es standardmäßig gespielt wird, weil aktuell sind die Decks alle so stark, dass sie Turn 1 ein krasses Board hinlegen können. Und was erwartest du dann mit Max T zu ziehen, dass das Board brechen kann? Es gibt nichts im Deck. Deswegen Kaiju, ich verzichte lieber auf die 5 Karten, die ich ziehe und habe dann das auf der Hand und setze drauf und habe dann meine Ruhe. Und die Karte hat sich auch bewährt, immer wenn ich sie auf der Hand hatte, war Jackpot. Ja. Ich glaube, man könnte auch noch dafür 2 Fallen noch spielen, extra, also 2 Fallen mehr. Das Problem bei Fallen ist, glaube ich, man spielt ja schon die ganzen Strikes und so. Und wenn du noch 2 Fallen spielst, ist das eine Win-More quasi Situation. Das ist ein Out. Ich möchte einfach ein Out haben, wenn ich halt Zweiter gehe. Und es ist wirklich völlig egal, ob ich die Karte dann, wenn ich anfange, abwerfen muss, weil dann halt nicht. Also die muss nicht immer gleich kommen, aber ich will ein Out haben im Deck und nicht gleich aufgeben, wenn mein Gegner ein krass Board im Deck. Das war der Gedanke dahinter. Dann natürlich, na, ich würde euch lieben gerne noch andere Karten zeigen, aber es ist halt Standard. Ja, ich drehe die um, dann ist es spannender, so, ich spiele die so. Hänger, also wenn man die nicht zieht, hat man ein Riesenproblem. Und deswegen ist es auch gut, dass wir die ABC-Spieler aus der Stadt die Variante gespielt haben, weil wenn du das nicht öffnen kannst, gehst du in das andere Play mit denen. Und das ist auch stark, und dann muss der Gegner auch drumherum spielen. Drei Instant Fusion, wer hätte das gedacht? Saugeile Karte und auf 3 auch Pflicht. Ja, Norden, der Bahamut Shark Kröte, kommt ja später. Diese faire Kröte. Kröte dich umwerfen, tut mir leid. Ja, ich mag die Karte überhaupt nicht. Ja, keiner mag die Karte, aber die ist halt saustark, deswegen mag keiner die Karte. Und 3 ist auch egal, weil man. Und man damit den Norden eventuell recyceln kann, je nach dem Play, je nachdem wie das Board aussieht, sonst kann man die wieder zurücknehmen im zweiten Zug. Also mit einem Bahamut-Shark nochmal beschwören. Deswegen saugeil und deswegen auch 3 Instant. Hat mir auch so viele Spiele gemacht. Die Karte, die die Gegner am meisten ankotzt heutzutage. Gegen Pendel ist sie sau stark, gegen ABC ist stark, egal ob du anfängst oder Zweiter gehst, aktivierst die Karte. Und bei ABC ist ja das Abwerfen ist ja offiziell Kosten, aber eigentlich nicht. Also selbst wenn du Bricks mit Twin Twister, so ein ABC-Teil, Feldzauberkarte, hast du Buster. Also wirklich so dämlich ist das. Deswegen auf 3 auch sehr schön. Ich habe sie nie rausgesided, nie. Und ich bin immer noch der Meinung, dass man diese Karte auf 2 spielen sollte, weil ABC ein Combo-Deck ist und unter den Zuschauern gibt es vielleicht sogar den einen oder anderen, der Mannschaft aktiviert hat und alles verbannt hat. Und so will man einfach kein Spiel verlieren. Man einfach zu gierig war, trotz der Begierden.
Ja, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, du aktivierst sie und ziehst eine nach. Das ist dämlich Software. Das passiert doch mindestens einmal auf dem Turnier. Wenn nicht sogar öfters. Ja, mir ist es nicht passiert. Als ob? Natürlich. Unmöglich. Deine Abstand. Konstanz, ne? 40 Karten sind das, ranzukommen um die Plays. Nicht so wie in Lübeck mit 41 Karten und einem Abstand? Nein, aber die 41 Karten hatten ihren Grund. Abduktor. Ja. Ja, man meint zwar die Konstanz-Variante. Nicht die Fallen von die Brücken, denn von dem anderen ABC-Spieler aus der Stadt. Drei Strikes. Ich bedanke mich nochmal kurz bei Henning. Na, der hat mir die ausgeliehen. Ganz ehrlich, ein Spiel hat es mir gemacht. Ein Spiel? Ein Spiel nochmal? Ja. Die werden eben meistens weggeschossen oder halt gebetet und alle spielen drumherum. Das ist halt das Problem. Aber es ist halt gut, sie zu haben, weil man kann ein Spiel entscheiden. Und gegen Panel auch sau stark. Ja, damit man alle gespielt hat. Warning halt, wenn sie nicht spielt. Wahrscheinlich die unfairste und geilste Karte im Spiel. Emptiness. Ja, wenn du Bastard rauslegst, das kann es schon mal nicht gekaijut werden. Und du kannst immer noch was von der Hand ab. Werf nur eine Karte verbannen und stört dich trotzdem nicht. Nur einmal ist mir die zum Verhängnis geworden, Runde 1 gegen Jörg, gegen den ich wieder gedrawt habe. Da ist er. Ich hatte mein Board mit Basta und Suku. Aktiviert die Karte, damit kein Kaiju kommt. Was macht er? Er reingeht. Ich kann nicht austicken. Ja. Ja. Passiert. Schicksal. Extra? Ja, extra. Oder Zeitdeck. Ja, ich weiß, es ist ein sehr spannendes Deckprofil. Ja, mega spannend. Wie gesagt, die Höhlen sind das Besondere an dem Deck, weil die unterscheiden sich etwas von den anderen, aber sonst. Wie heavy wäre das hier? Sollte Glück bringen, bringt aber nur bis Top 8. Der geht auf jeden Fall weg. Wahrscheinlich einer der dämlichsten Karten gerade im Spiel. Ich glaube nicht auf einen. Ja, bestimmt irgendwann. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Man liebt sie, man hasst sie. Und wenn man sie liebt, hat man ein Problem. Ja. Also ich. Also du willst mir damit jetzt wirklich sagen, dass ich ein Problem habe? Ich mag diese Karte nicht. Und ja, ich finde, wenn jemand diese Karte mag, dann ist er kein Menschenfreund. Okay. Eine also persönliche bin ich kein Menschenfreund. Willst ich du glaube das nicht, damit ist, sagen? Ja, musst du wissen. Okay, ich mag MC nicht, aber ich finde die manchmal schon lustig. Ey, wird die Scheiße. Die ist lang, egal. Ja. Norn? Ein schmutzfreier Instant. Kommt schön. Extra Xyz, das ist immer geil. Du kannst so Strike baiten und dann immer noch was machen. Man sieht, ne? Also ich stell dir wieder so, damit das besser. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Warum nicht das Zwischenstück? Kein Platz mehr, Zeit. Weil ich habe ja was extra eingebaut. Ja. Und außerdem, wenn man sich mal wirklich überlegt, es sind zwei Gründe, um die Karte zu spielen. Entweder man will den Effekt zweimal aktivieren. Aber heutzutage gibt es so viel Banish und Schussdinger. Also ich weiß nicht, ich würde das nicht auf dem Board stehen haben wollen, dass es so effektiver ist. Und das zweite ist mit dem Banishen. Wann passiert das denn? Okay, es ist in Liverpool passiert, der hätte das Spiel so machen können, aber es ist halt einmal im Leben vielleicht. Ich finde die Karte einfach nicht gut. Das ist effektiver und spare ich mir einen Slot im Extra Deck. Ihr werdet sehen, ich habe Tsukuyomi. Getrieberiese ist ja auch Staple. Also wenn man, Sip gibt halt ein geiles Play normalerweise. Das ist ja kein Licht. Ja, leider. In der Licht der Welt. Lichtmonster, genau. Aber dann funktioniert halt die andere Kombo nicht. Genau. Normale Handy, die Briten würden, oder viele, die denken, ich spiele die nicht, weil ich kann damit die Karte hier nicht rausbringen. Ist an sich ein bisschen Schwachsinn. Denn selbst wenn man brickt, und man brickt mit dem Deck eigentlich, wenn du zu viele Viecher auf dem Board hast, Monster. Ja, wenn du zu viele von denen auf der Hand hast, ist nicht schön. Weil dann musst du auch alles abwerfen, ist alles Minusplay. Aktivieren, nimmst du dir zum Beispiel jetzt. Ah, ist immer der coolste. Ja. Normal. Effekt. An A, Equip C. An A, Equip C. Und jetzt kommt's halt, wenn dein Gegner irgendwas dagegen tun kann. Also wenn er die Karte aufhalten kann oder stören kann, sorry. Dann hast du normalerweise, weil du instant auch auf 3 spielst und Töpfe und Upstart, kannst du jetzt gucken, wie du das handhaben möchtest. Wenn er das stört, dieses Play stört, dann kannst du normalerweise immer in den Bahamut-Shark gehen
Und ansonsten halt, na, so rum. Ganz normal. Special Grün. ABC hast du draußen. Ja. Und du hast 10 Goldfisch hinten für die Instants, die du nachziehst. Muss man halt selbst schauen, wie man will. Ich habe auch oft gegen ABC, wenn die Karte kommt. Dann packe ich mal ein bisschen zu weit. Castell. Standard. Direwolf hatte ich auf 2. Absolut nicht gebraucht. Zweimal benutzt, aber auch nur, damit die Karte nicht so verstauben soll. Deswegen habe ich den ganzen. Ansonsten wirklich. Das ist natürlich eine schöne Karte. Das hier, die hätte ich, weiß ich nicht. Also, außer gegen Pendel ist die Karte eigentlich sau stark aktuell. Gegen alles, was man so spielt. Infernoids stört die Karte jetzt auch nicht so sehr. Aber sonst gegen Mermel, ABC und so, das stört das normale Play. Und ich bin kein Freund von Rafflesia, weil ich da nicht direkt austicken kann, um Buster zu rufen. Deswegen beschwöre ich lieber dieses schicke Monster. Und so kann ich ABC-Spieler ein bisschen hindern. Klar können die drum herumspielen, aber um ehrlich zu sein, wenn man die Kombo nicht direkt auf der Hand hat, spielt man die und sorgt dafür, dass der ABC-Spieler nicht das volle Potenzial ausschöpfen kann und legt dann 2 zweite Runde los. Das ist auch die Taktik gewesen für mich beim Siden. Wenn ich gesidet habe und ich hatte keine Lust auf System Down, dann versucht man ja die Teile unter solchen Viechern zu verstecken, die nicht gebanished werden. Und da ist das halt sehr gut. Dann die Karte, die ich gespielt habe. Im Testen kamen sie sehr geil. Hier einmal habe ich mir das Spiel gemacht, aber aus Luxus. Also es hätte auch anders laufen können. Ich finde die trotzdem geil, weil mir ist oft passiert, dass ich hätte OTK'en können und mir hat immer ein paar 100 gefehlt. Es gibt halt keinen Vierer, der über 3 kommt. Wenn das Board frei ist, gibt es nicht. Und deswegen fand ich es wichtig, hier die Karte auszunutzen. Wenn man die Chance hat zu OTK'en, sonst sollte man die machen, weil ABC ist auch ein sehr anfälliges Deck. Es gibt so viele Karten, dass man dagegen siden kann. Und wenn man dann schon eine Lücke sieht, dann gleich OTK. Weil sonst könnte man das Spiel im nächsten Zug schon verlieren. Hab so die bärenstarke Karte. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle so spielen, aber wirklich eine bärenstarke Karte. Bahamutschak. Wenn es der Buster nicht regeln kann, dann regelt es die Karte. Ist halt nervig, die Leute müssen sie umspielen, es ist nicht einfach. Und die ist ja meistens nicht alleine auf dem Dorf, auf dem Board, ja. Sondern mit Fallen und weiß ich nicht noch was. Und das ist halt sehr unangenehm für die Leute. Ich kriege auch manchmal Plays hin, wo alles fast voll ist, sodass ich nicht austaken kann. Das ist aber egal, weil ich so sieht ja meistens das Feld aus, falls es mega ausgerastet ist. Ja. Wenn ich den Effekt nutze und ich chain das nicht an, damit ich das hier aktiviere, kann ich das im zweiten, also wenn die weg ist, kann ich es immer noch aktivieren. Das ist natürlich ein Bombenboard für mich so. Ja, ist es halt. Ja. Und so, ich bin immer ein bisschen paranoid bezüglich Kaijus. Ich tagge auch gerne mal früh aus und gehe den safen Weg. So ist mir das scheißegal. Auf gut Deutsch gesagt, egal was die Kaiju, die andere Karte klärt, ist das. Ja? Dann zeig uns das Side-Deck, was ich beinahe beim letzten Mal vergessen habe. Ja, wie gesagt, Max hier nicht gemaint. Viele meinen ja, es ist wie ein Upstart, wieso spielt man das nicht? Ich spiele keinen Main. Ist nicht. Ich finde, wie gesagt, im Main, im ABC finde ich das einfach nicht gut, weil was willst du denn ziehen, wenn da so ein Frosch liegt oder 2 Frosche liegen? Du hast halt normalerweise nichts im Main. Du kannst es vielleicht baiten, aber ist nicht so effektiv. Siden und im Siden macht das auch mehr Sinn, weil das hilft dir, die Side-Deck-Karten zu sehen. Vor allem, wenn du als Zweiter gehst. Also wahrscheinlich ist das nicht so klug, aber ich habe mich für die Variante entschieden, weil ich fand die anderen Karten wichtiger. Ich spiele normalerweise mehrere Handtraps gegen ABC. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass Ghost Ogre ABC stört, nicht unbedingt auffällt, stört, aber die Karte vernichtet ABC. Leider Gottes, ja. Ja. Ist halt ein bisschen eklig. Das Deck macht an sich schon ein bisschen Spaß, ein bisschen wird schnell langweilig. Aber es gibt so viele Karten, die du dagegen siden kannst. Ja, wie gesagt, die Karte fennigte der ABC, die auf 3 auf jeden Fall. Habe ich mir hier was ausgedacht, war einmal gegen Cherries, weil ich gecherried werde. Cherry, Cherry Lady. Und falls ich als Zweiter gehe und mein Gegner legt Buster hin und will dann austaggen. Nope. Ich ziehe dann sogar eine Karte.
Also das und das hier klingt ein bisschen paradox, aber ich spiele das gerne so. Das ist ein Schutz gegen Cherries. Also Kirsch, Oger, Blüten. Du weißt, was ich meine? Ja, klar. Und Bug ist Schutz gegen System. Und Schutz gegen Vanity Sphere. Genau, Vanity Sphere, genau. Um das besser zu erklären, hier. Ich wollte 3 Outs haben, wenn ich gegen Stundeck spiele. Ja, mit den Boards. Bug, bin noch nicht so überzeugt davon, muss ich ehrlich sagen. Weil ich will nicht, dass man Gegner Karten zieht. Aber gegen Kirin. Oder. Kirin bringt der Reihe Gigi nichts. Ja. Aber die Bugs. Ja. Genau. Deswegen habe ich mich für diese Version entschieden, weil. Auch wenn das schwarze Löcher wären. Ist genauso gut und jede Karte, die ich spiele, soll mindestens gegen 2 bis 3 Decks stark sein. Außer halt das Pendel. Das kann ja noch gegen Cosmos starten, falls irgendjemand Cosmos spielt. Ich glaube, wir hatten einen sogar ziemlich weit in den Tops. Ich hatte das Glück, nicht gegen ihn zu spielen. Dann habe ich gedacht, weil ich ja so intelligent bin. Ich spiele bestimmt gegen irgendeinen mit sehr viel Backrow. Habe ich einmal nicht 3 Twin Twister. Ja, aber ich habe mir nur die eine Normal in dem Deck und da will ich auf Nummer sicher gehen und die sich immer zerstören können. Ich hatte auch ein bisschen Bammel, dass wir hier Paläozoik, dass das hier sehr stark vertreten sein könnte. Hatten wir nur eins. Habe ich nur einen gesehen. Ja. Ne? Ja. An sich, ich habe es gegen den Mighty Spectre Spieler Runde 3 gesided. Wenn er das sieht, das glaube ich der Kollege, der das hier geholfen hat, mit zu arrangieren. Ja, Fülle. Ja, es tut mir echt leid, der hat 2-mal total gebüxt. Also das Spiel war innerhalb von einem Zug zu Ende. Und da habe ich sie gesagt, aber nicht gesehen. Aber sonst trotzdem, also man braucht irgendwelche Outs. 2 Duft. Also ich brauche ja was gegen Panel, wenn ich anfange. Die Strikes reichen da meistens nicht aus. Ich weiß aber nicht, ob ich damit noch zufrieden bin, weil ist ein Gamble. Ne? Zieht er das Out und er weiß, die Karte kommt, dann kann er trotzdem durchdrehen. Zieht er das Out nicht? Na, vielleicht 2 Handtraps dafür. Ich muss mich entscheiden. Also ich habe mich damit sehr unwohl gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sie auch nur einmal gezeigt. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Gut, Yusuf, dann bedanken wir uns, dass du uns dieses wunderbare Deck präsentiert hast. Möchtest noch irgendjemanden grüßen? Also, boah. Boah, kannst du meine Kamera nach rechts schwenken? Yeah. Also die beiden bestimmt? Ja, diese Steven, die beiden. Ja, so ist Steven ist hinten, den anderen ABC aus der ABC-Spieler aus der Stadt grüße ich. Also Dominik. Ja, Dominik. Unser Dominik. Es ist jetzt euer Dominik. Ja. Herzlichen Glückwunsch für euch. Habt ihr gekauft. Transfer kosten 2 Cent. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Dominik. Ja, also durch ihn habe ich ja diese Tin Goldfish-Variante gesehen und entdeckt. Ich möchte auf jeden Fall nochmal Marcel und Frieda danken, die mit mir gestern das Mermail-Matchup trainiert haben. Und ich habe nur einmal gegen Jörg Mermail gespielt, aber der hat es mit Fröschen gespielt. Hat eigentlich nichts gebracht, aber egal, trotzdem danke. Wie gesagt, danke an Team Family Force. Die Schule war geil, die FH. Die Location war geil. Und an alle Leute, die ich mich nicht erinnern kann, tut mir leid. Ich bin durch, ich habe Hunger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.